Willkommen in Österreich. Wir testen heute den neuen Fiat Panda Cross und werfen einen kurzen Blick auf den Freeman Cross. Passend zu den robusten Autos gibt's rustikales Wetter. Ein sparsamer Kleinwagen, der in fast jede Lücke passt, mit dem man aber auch über Stock und Stein und durch den schlimmsten Winter kommt? Fehlanzeige weit und breit. Einzige Ausnahme ist Fiat. Die Italiener haben ihren kleinen Kuschelbär Panda mit Allradantrieb im Programm. Und als Panda Cross ist der knuffige Piccolo so richtig hart im Nehmen. Man wird den Fiat Panda Cross besonders zahlreich in hochalpinen Regionen antreffen. Dort, wo schon im Sommer steile Schotterpisten dem Antrieb alles abverlangen und wo im Winter die Wege tief verschneit und rutschig sind. Doch mit seinen 3,70 Meter Länge macht er auch in der Großstadt richtig Laune. Egal, ob man den Vierzylinder-Diesel mit 80 PS unter der Haube hat oder wie wir den knackigen Zweizylinder-Benziner namens Twin Air. Unser Panda hier hat einen 0,9 Liter Twin Air Motor an Bord, also einen Benziner, hat aber 90 PS, das heißt, der Wagen geht richtig zur Sache. Macht richtig Spaß, richtig gaudig auf den Schotterpisten. Hilfreich dabei ist das niedrige Leergewicht von unter 1,1 Tonnen. Im Innenraum hebt sich der Panda Cross, der schon für weniger als 20.000 Euro zu haben ist, von seinen Modellbrüdern unter anderem durch schicke Sitze ab. Darauf signalisiert ein großes Cross-Logo, dass es sich hier um den vielseitigsten aller Panda handelt. An der Armaturentafel und auf der Mittelkonsole fällt ein Kupferfarbton auf. Schaltknauf und Multifunktionslenkrad sind mit edlem Leder überzogen. Fiat hat seinem kleinen Geländewagen beachtliche Offroad-Eigenschaften mit auf den steinigen Weg gegeben. Zu den entscheidenden Eckdaten gehören über 16 cm Bodenfreiheit, dazu steile Böschungs- und Rampenwinkel für die ungehinderte Fahrt über Buckel und Kuppen. Für unterschiedlichste Anforderungen ist der Fiat Panda Cross mit dem Traktionsregelsystem Terrain Control gewappnet. Im Modus Auto, den der Fahrer frei wählen kann, ist ein Allradantrieb geschaltet, der in Abhängigkeit dann des schlüpfrigen Untergrundes automatisch zugeschaltet wird. Im zweiten Fahrprogramm, Offroad, haben wir einen permanenten Allradantrieb geschaltet mit zusätzlichem Bremseneingriff, der wie eine Differentialsperre wirkt und immer ein durchdrehendes Rad dann von der Drehzahl reduziert. Insgesamt macht der kleine Italiener einen äußerst quirligen Eindruck. Egal, welcher Untergrund sich ihm in den Weg stellt. Im Vergleich zum Panda Cross, der ja wirklich technisch angepasst wurde, wurde beim Freeman Cross, dem Namensbruder, kaum etwas verändert. Da gibt es optische Veränderungen, wie zum Beispiel den Stoßfänger vorne und die Ausstattung wurde aufgewertet. Außen fallen spezielle Stoßfänger auf, die dezente Offroad-Optik bringen. Außerdem schicke 19 Zoll Räder. Im Innenraum hebt sich der gehoben ausgestattete Freeman Cross durch Ledersitze, Touchscreen-Navi und Rückfahrkamera von der Basisversion ab. Dem ansprechend aufgewerteten 4,90 Meter Riesen stiehlt jedoch einer die Show, der kürzer ist als der Freeman Cross. Der Fiat Panda Cross. Er entpuppt sich auf den äußerst anspruchsvollen Straßen, Wegen, Pfaden und Geländepassagen im Salzburger Land als wahrer Alleskönner. Das war unser Test mit dem Fiat Panda Cross. Der Wagen sieht dank seiner Anbauten nicht nur richtig nett aus, nein, er kann auch wirklich was, und zwar vor allem im Gelände. Er bietet reichlich Platz, ist nicht besonders teuer und ich denke, für jemanden, der genau darauf Wert legt, passt er sehr gut.